Markus, ohne gute Fotos ist da nichts zu machen. Und ohne Julia können wir keine neuen... Ich weiß. Deshalb sollten wir versuchen, aus den vorhandenen Fotos was zu machen. Ich kenne da einen Grafiker, der vollbringt wahre Wunder. Also was ist denn nun? Überlass sie mir die Bude. Sonne? Von mir aus. Na gut, aber erzähl Barbara nichts. Ne? Beim ersten FC Köln, da spielst du auch. Spätestens in 2 Jahren. Ach, du spinnst ja. Nick, du hast das Zeug dazu. Wir schaffen das. Roberto! Mein Junge! Was machst du denn hier? Mama mia, jetzt hört deiner sich diesen Jungen an. Was ich hier mache. Begrüßt man so seinen Vater, den man seit Monaten nicht gesehen hat? Nein. Na, so ist doch viel besser. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet, hm? Allerdings nicht. Aber um auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was hat dich hierher verschlagen? Das kannst du dir wirklich nicht denken. Hast du geschäftlich in Düsseldorf zu tun? Nein. Er ist nur gekommen, um uns zu sehen. Ich muss mich doch um meine kleine Bambina kümmern, wenn sie Probleme hat. Bambina hin, Bambina her. Kathi hat Mist gebaut und das muss sie jetzt eben ausbaden. Ich weiß. Ein Vater kann nun mal nicht auf seine Haut. Wenn du mal später Kinder hast, wirst du verstehen, was ich meine. Gero und Kinder? Aber Sophie und du wollt später sicher mal Kinder. Wir haben uns getrennt. Nein. Ihr seid auseinander? Oh, das habe ich nicht gewusst. Tut mir leid, mein Junge. Schon okay. Ich finde es aber schade. Ich fand sie nämlich richtig nett. Hast du vielleicht was anderes in Aussicht? Markus Fröhlich. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich glaube, Gero hat nichts dagegen, wenn du Markus auch umarmst. Ach, man muss nicht gleich übertreiben. Roberto Fiorani. Puh, so gut er auch ist, aber ich kann wirklich nicht mehr. Oh, zum Wegschütten ist aber auch zu schade. Willst du? Und jetzt? Also, ich bin ziemlich erschlagen. Ja, ich muss morgen auch ziemlich früh raus. Na dann, lass uns doch schlafen gehen. Soll ich den Taxi rufen, dass dich ins Hotel fährt? Sag mal, spinnst du? Roberto schläft natürlich hier. Bloß kein Streit. Vielleicht hat Gero das Gästezimmer Herrn Fröhlich versprochen. Quatsch, Markus pennt bei Gero. Und Mama hat bestimmt nichts dagegen, dass du hier übernachtest. Tja, wir haben uns zwar per Telefon ausgesprochen, aber ich kann doch nicht einfach hier einziehen, ohne sie vorher zu fragen. Um die Uhrzeit schläft sie sowieso schon. Oder auch nicht. Von Sterneck? Wie bitte? Ich kann sie so schlecht verstehen. Wen? Ah ja, der ist hier. Moment. Für dich eine Dame. Ja. Aber ich habe doch gesagt, nur im Notfall hier anrufen. Ja, ich werde machen. Sie, bis dann. Ciao. Meine Sekretärin, ich habe ihr eure Nummer gegeben, falls was sein sollte. Mhm. Naja. Wenn du ihr schon unsere Nummer gegeben hast, dann kannst du natürlich unmöglich im Hotel schlafen. Sie haben wirklich nicht zu viel versprochen. Die Änderungen am Flakon sind hervorragend geworden. Ich danke Ihnen. Ich werde das Lob weitergeben. Reine Zeitverschwendung. Gehen Sie mit dem Ding so schnell wie möglich in Produktion. Das macht aber nur Sinn, wenn wir auch gleichzeitig die Werbekampagne starten. Je bekannter der Name, desto größer ist unsere Chance, dass Twins bei der Markteinführung gleich in großen Stückzahlen verkauft wird. Das leuchtet mir ein. Allerdings gibt es da noch ein kleines Problem. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, mit Jan zu sprechen. Schließlich muss er ja seine Einwilligung für die Veröffentlichung der Fotos geben.
Morgen. Morgen, mein Junge. Uli, beeil dich, wir müssen los. Komm ja schon. Hoffentlich, sonst komme ich gleich am ersten Arbeitstag zu spät. Ihr habt doch noch jede Menge Zeit. Die Anmeldung der Schule dauert auch nicht ewig. Morgen. Morgen. Jetzt schlägt's aber 13. Wie siehst du denn aus? Ja, du kannst doch nicht so in die Schule gehen. Wieso nicht? Ja, weil... Was sollen denn die neuen Lehrer von dir denken? Also, ich find's gut. Außerdem laufen alle so rum. Also bitte, jetzt sag du auch mal was. Na ja, wenn's ihm gefällt, dann lass ihn doch. Prima. Haltet nur zusammen. Beeil dich und da ziehst du eine Jacke drüber. Und vergiss nicht, dass wir uns nachher mit Jan in der Kneipe treffen wollen, ja? Ja, großer Bruder. Was immer du befehlen, großer Bruder. Uli! Ja. Guten Morgen! Roberto! Barbara! Ich dachte, du bist in Portugal. Und du auf dem Weg zur Schule. Ich bin schon weg. Du siehst gut aus. Du auch? Das liegt an Klima oder daran, dass das Geschäft mit den Milchaufschäumern so gut floriert. Allerdings... Was? Was nutzt mir mein Glück, wenn ich es mit meiner Familie nicht teilen kann? Du und teilen? Das sind ja ganz neue Töne. Bitte, Barbara, glaube mir, ich kann es verstehen, dass du nach der Geschichte mit Clarissa mir nicht mehr vertraust. Aber es ist die Wahrheit. Ich habe es einfach ohne euch nicht ausgehalten. Und selbst wenn ich dir glaube, was erwartest du? Dass du mir erlaubst, einige Tage mit unseren Kindern zu verbringen. Da musst du Kathi und Gero fragen. Sie sind einverstanden. Sie haben mir sogar erlaubt, hier zu wohnen. Natürlich nur, wenn es dir recht ist. Ich kann auch in ein Hotel einziehen, aber da hätte ich viel weniger Zeit für die beiden. Selbst wenn ich einverstanden wäre, dein Familienidyll wirst du dir abschminken müssen. Ich habe mir das nämlich noch mal überlegt. Kathi wird bei mir in Friedenau wohnen und da kann ich dich beim besten Willen nicht unterbringen. Jetzt komm endlich zur Sache. Was wolltest du mir vorhin am Telefon nicht sagen? Jan, egal was jetzt auch passiert, versprich mir, dass du stark sein wirst. Du musst es mir versprechen. Ja gut, von mir aus, ja, ich verspreche es. Ich habe diese Tage einen Anruf eines befreundeten Redakteurs erhalten. Er hat Fotos angeboten bekommen von einem freien Fotografen. Ja und? Naja, das habe ich zuerst auch gesagt, aber dann habe ich sie ihm ohne zu zögern abgekauft. Julia. Ja. Glaub mir, ich habe lange überlegt, ob ich sie dir überhaupt zeigen soll. Ich wollte nicht, dass du schon wieder an die schrecklichen Ereignisse erinnert wirst. Aber dann habe ich mir gesagt, dass es die letzten glücklichen Momente in Julias Leben waren. Und dass du ein Recht darauf hast, sie noch mal zu erleben. Das sind Julia und ich am Strand. Die müssen von dem Kerl gemacht worden sein. Wegen ihm habe ich Julia aus den Augen verloren. Paparazzi sind eine Plage. Aber egal. Wir sollten jetzt das Beste daraus machen und die Fotos bei der Suche nach Julia verwenden. Vielleicht hast du ja recht und Julia lebt wirklich noch. Was hast du vor? Ganz einfach. Wir veröffentlichen die Fotos. Die Zeitung war noch schon voll mit Julias Fotos. Und der Erfolg war gleich null. Ja, und deshalb sollten wir es eben noch mal versuchen. Vielleicht war der Zeitpunkt ja einfach ungünstig. Ja, das kann ja sein, aber welche Zeitschrift ist heute noch an Julias Verschwinden interessiert? Keine. Es sei denn, wir machen mit diesen Fotos in einem entsprechenden Rahmen die Geschichte wieder interessant. Und wie willst du das anstellen? Indem wir die Fotos für die Werbekampagne für Twins verwenden. Ich verstehe nicht, warum Kathi nach Friedenau zurück soll. Aber du hast doch gesehen, was bei rauskommt, wenn ich mich nicht ständig um sie kümmere.
Aber sie hat doch ihr Fehler eingesehen. Und es tut dir leid, dass sie dir solchen Kummer bereitet hat. Das sagt sie jedes Mal, wenn ich sie bei was erwische. Ich bin inzwischen so weit, dass ich ihr weder glauben, geschweige denn vertrauen kann. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte nie weggehen dürfen. Weder jetzt nach Portugal, noch damals nach Italien. Ach, was hätte das geändert, wenn du geblieben wärst? Unsere Ehe war kaputt, die Kinder waren ihr egal. Vielleicht ist das ja der Grund für Katis Verhalten. Ich war nie für sie da, wenn sie ihren Vater gebraucht hat. Ja, das könnte sein. Lass mich wenigstens jetzt für sie da sein. Ich weiß nicht. Bitte, Barbara. Gib uns eine Chance. Erlaube ihr, bei mir zu bleiben. Und für wie lange? Erst für ein paar Tage, danach sehen wir weiter. Vielleicht ist das die letzte Möglichkeit für mich und Kathi. Na schön. Aber nur, wenn sie ihren Verpflichtungen nachkommt. Versprochen. Mal angenommen, Julia hat das Gedächtnis verloren. Vielleicht erinnert sie sich ja wieder an dich, wenn sie die Plakate sieht. Gibt es keine andere Möglichkeit, die Bilder irgendwie einzusetzen? Nicht, wenn wir noch mal die Öffentlichkeit mobilisieren wollen. Ja, oder weißt du eine Alternative? Na, siehst du, dir fällt auch nichts Besseres ein. Trotzdem, ich weiß nicht, ob Julia damit einverstanden wäre. Glaub mir, sie wäre. Oder hast du schon vergessen, wie sehr sich Julia gewünscht hat, mit dir zusammen die Kampagne für Twins machen zu dürfen? Nein. Dann gib dir doch einen Ruck und erfüll Julias letzten Wunsch, auch wenn es dir schwerfällt. Na, vielleicht wird sie ja auch durch die weltweite Kampagne gefunden. Du willst sie weltweit suchen lassen? Ja, natürlich, was dachtest du? Entweder richtig oder gar nicht. Ja, ich meine, wenn es so ist, dann... Ja, gut, okay. Was muss ich tun? Ja, du musst hier nur unterschreiben, dass du einverstanden bist mit der Veröffentlichung der Fotos. Den Rest macht dann eine Agentur. Hier. Das ist die Chance, Julia zu finden. Finde ich echt spitze von dir, dass du mir an deinem freien Tag aushilfst. Aber nur heute. Für morgen muss ich jemand anders suchen. Klar, kein Problem. Was ist mit Susanne? Tja, die kann ich nicht erreichen. Scheint nicht da zu sein, hä? Mhm. Sag mal, müsst ihr hier rumstehen? Oh. Besser so? Ja. Hi. Hallo. Hi. Was wollt ihr trinken? Eine Cola. Ich nehme O-Saft. Und was ist mit Jan verpasst haben? Ja, keine Ahnung. Sorry, wenn ihr Jan Brandner meint. Er war noch nicht hier. Ah, siehste. Seid ihr hier festgewachsen? Entschuldigung. Die zwei warten auf Jan. Ach so. Ja, wenn das so ist. Jans Freunde sind doch meine Freunde. Hi, ich bin Frank. Hallo. Hi. Schmeckt gut. Wenn du willst, die kriegst du jetzt jeden Tag. Heißt das, Mama hat nichts dagegen, dass du hier wohnen bleibst? Mm-mm. Prima. Hey. Hallo, Gero. Hier riecht's ja wie beim Italiener. Na komm, setz dich. Es ist genug für alle da. Hi, Markus. Na, das ist eine Überraschung. Ich war gerade in der Nähe und dachte, ich schau mal rein, ob ich dir nichts Gutes tun kann. Ach, und woran hast du dabei so gedacht? An eine Riesenportion Spaghetti von unserem Lieblingsitaliener. Ach. Wetten, wenn er deine probiert hat, erklärt er dich zu seinem Lieblingsitaliener? Oh, wie es aussieht, war ich wohl nicht der Einzige, der auf die Idee kam, dich zu verwöhnen. Naja, eigentlich bin ich auch gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen. Wie gesagt, es ist genug für alle da. Natürlich, die Einladung gilt auch für Herrn Fröhlich. Ja, dann lass uns jetzt hier mit essen. Den nehmen wir nachher mit in die Pension. So für den kleinen Hunger zwischendurch. Einverstanden. Ich wasch mir nur schnell die Hände. Ihr wollt wieder weg? Gero hat bestimmt Angst, dass wir was von seinem stürmischen Liebesleben mitbekommen. Du sagst es. Und deshalb wohne ich die nächsten Tage bei Markus. Aber warum denn das? Damit du dich langsam wieder an den Gedanken gewöhnst, dass ich schwul bin. So, dann noch ein Alt.
Geht klar, aber dann ist Schluss. Ich muss dringend weg. Wenn du es verantworten kannst, den kleinen, hilflosen Bruder deiner Chefin allein zu lassen. Komm, drin. Mir auch. Trotzdem danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. So. Tschüss. Tschüss. Und nach der A-Jugend? Habe ich bei den Amateuren vom FC Westerfelde gespielt. Hey, da hast du mit dem Fußballspiel schon richtig Kohle verdient. Naja, so toll war es nicht. Eine Aufwandsentschädigung eben. Aber wenn es bei Werder geklappt hätte... Ja, wenn. Ja, und wenn nicht, dann klappt es eben beim ersten FC Köln. Oder bei der Fortuna, hier in Düsseldorf. Ja, und ich werde Leadsänger bei den Hosen. Spielst du Fußball? Nee, der Keyboard, wieso? Ja, ich suche jemanden, der nicht die ganze Zeit über Fußball quatscht. Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Das Problem ist nur, ich habe keine Zeit. Ach. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, was schon? Ich helfe dir. Vorausgesetzt, du gibst endlich die Bahn frei. Aber das sind ja die gleichen Fotos, die du vor ein paar Wochen noch als unbrauchbar bezeichnet hast. Zeig mal her. Wirklich, stimmt. Mhm. Also manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Ach Charlie, das ist doch ganz einfach. Herr Fröhlich hat mich eben von der absatzfördernden Wirkung dieser naiven Urlaubserinnerung überzeugt. Nichts gegen deinen Herrn Fröhlich, aber wenn ich an Parfumwerbung denke, dann will ich Leidenschaft und Erotik sehen. Und nicht ein Badeurlaub von Brüderlein und Schwesterlein mit Schwimmente. Tja, ich glaube, dann habe ich mit meiner Wahl ja genau deinen Geschmack getroffen. Und, sind wir nun ein klasse Team oder nicht? Also, ich kann ja schon nerven, aber du? Ja, was nun, ja oder nein? Okay. Hör zu, du hilfst mir hier in der Kneipe und ich zeig dir dafür, wo hier in der Gegend Wasser geht. Okay, aber du zahlst. Ja, doch. Wenn wir noch ein paar Vereine abklappern wollen, dann müssen wir bald los. Na dann. Jante, was ist mit deinem Bruder? Der ist alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Außerdem glaube ich nicht, dass er mitkommen will. Jedenfalls nicht freiwillig. Naja, du musst es ja wissen. Mini, wir sind dann weg, ja? Ja, und grüß mir diesen Toni Polster. Mach ich. Tschüss. Ciao. Ciao. Und dein Bruder will wirklich Fußballprofi werden? Ja, seit er laufen kann. Also ich stehe mehr auf Musik. Und du? Gehobenes Management. Oh. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Echt? Mhm. Mit einem Kumpel zusammen. Wir haben damals geschmuggelten Schmuck aus Venezuela verkauft. Und? Was ist dabei rumgekommen? Ein Jahr auf Bewährung. War nur ein Gag. Das eine Angebot klang doch ganz interessant. Ja. Wir können viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ach Mist, ich habe die Unterlagen vom Verein im Wagen liegen lassen. Kannst du mir mal einen Schlüssel geben? Ja klar, warte. Hier. Bin gleich wieder da, ja. Na? Sieht ja aus, als ob ihr Erfolg gehabt hättet. Ja, für den ersten Tag gar nicht mal so schlecht. Aber wie Nick schon sagte, die können ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Naja. Nick ist ja ein ganz vernünftiger Junge. Der wird schon wissen, was er tut. Mhm. Ja, aber Uli, sag mal, wo steckt der Junge eigentlich? Uli, der ist bei Frank in der Kneipe. Bitte? Ja, mach dir mal keine Sorgen, der geht schon nicht verloren. Hm. Naja, wenn du es sagst, wird's wohl stimmen. Jedenfalls danke ich dir. Für die viele Zeit, die du den beiden geopfert hast. Omi, ist doch gar kein Problem. Ich bin momentan für jede Abwechslung dankbar. Gibt's was Neues von Julia? Mm-mm. Nichts. Aber das ändert sich vielleicht mit dem Beginn von Clarissas neuer Kampagne. Welche Kampagne? Na, sie will im Rahmen der Parfumwerbung weltweit Urlaubsfotos von Julia mir veröffentlichen. Ja, hoffentlich erkennt sie dann irgendjemand. Du, ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Aber auch, dass Clara dich nicht wieder ausnutzt. Oma, sowas merke ich doch jetzt mittlerweile. Du weißt doch, wie es so schön heißt. Liebe macht blind.
Mal her. Auch wenn es nur Geschwisterliebe ist. Du hast recht, dein Vater ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Mhm, ja. Ich glaube, mit dem könnte man viel erleben. Oh ja. Obwohl ich irgendwie der Meinung war, er war mir gegenüber ein bisschen distanziert. Ja. Meinst du, dass das daran liegt, dass ich ein Mann bin? Ja. Verstehe. Ja? Sag mal, ist irgendwas? Ja. Und was? Ah. Abend alle zusammen. Abend. Das war ein Tag. Schlimm. Erst der ganze Papierkram im Personalbüro. Danke. Und dann die ganzen Erklärungen, was ich zu tun habe. Was machst du denn nun eigentlich? Ach, naja, erstmal einfache Sachen. Botengänge und Hausmeistern und so. Mhm. Aber jetzt erzähl du erstmal. Du hast dich in verschiedenen Vereinen vorgestellt, ja? Mhm. Ja, und? Einer wollte mir gleich einen Vertrag anbieten, als sie hörten, dass Werder an mir interessiert war. Du hast aber nichts unterschrieben, nein? Bin ich verrückt. Erstmal warten, was die anderen so zu bieten haben. Richtig, mein Junge. Die Einstellung gefällt mir. Hi, Mini. Hi. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, sorry, aber Frank und ich haben uns verquatscht. Hast du schon einen neuen Freund gefunden? Ja, Frank ist echt voll okay. Freut mich, dass du Anschluss hast. Schwamm drüber. Aber das nächste Mal bist du pünktlich, klar? Okay. Ich vermisse dich auch, sie. Ich dich auch. Ich ruf dich wieder. Ciao. Meinetwegen musst du nicht aufhören zu telefonieren. Ach, das Gespräch war sowieso zu Ende. Ach so, war das wieder deine Sekretärin? Nein, das war... Ich wollte dich heute Abend ganz groß zum Essen ausführen. Und da habe ich wegen einem Tisch herum telefoniert. Was denn, wir gehen richtig aus? Ja, das ist ja super. Oh Gott, was soll ich denn anziehen? Na, darüber kannst du dir auf dem Weg zur Schule Gedanken machen. In der S-Bahn ist es aber immer so voll, da kann ich gar nicht richtig nachdenken. Tja, wenn es so ist, dann fahre ich dich eben hin. Hey, Entschuldigung. Hey,